Wie mein Kleid schon vermuten lässt, es wird süß auf meinem Kanal. Ich mache für euch die allerbesten Peanut Butter Brownies der Welt. Man braucht wirklich nicht viele Zutaten für diese wunderbare Leckerei. Leckerei? Für diese arschgeilen Brownies. Vor allem ganz viel Schokolade und die hacke ich jetzt. Das ist zwar Bitterschokolade, das ist eigentlich auch relativ wichtig, weil sonst wären die so ein bisschen zu süß und nicht schokoladig genug. Ich finde, bei Brownies ist es so, sie können entweder mega, mega gut sein, saftig und lecker oder futztrocken und öde. Deswegen, wenn ihr welche macht, wenn ihr schon so viel Schokolade in irgendwas reintut, dann macht sie auch richtig lecker. Falls ihr Bock habt auf noch mehr Rezepte, auch salzige, dann abonniert doch mal meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Peanut Butter Jelly Time. Noch nicht. Jetzt brauche ich erstmal ein Wasserbad. Und falls ihr das noch nicht wusstet, die Schüssel muss gar nicht im Wasser stehen, sondern es reicht, wenn der heiße Wasserdampf drankommt. Weil Wasserdampf ist ja eigentlich auch heißer als Wasser. Zumindest habe ich das in der Schule gelernt. So, die ganze Schokolade kommt jetzt hier rein. Jetzt hat man eigentlich auch schon fast alles geschafft. Zu der Schokolade kommt Butter. Nicht das Stück, sondern das Stück. Und das beides darf jetzt zusammen schmelzen. In der Zeit nasche ich und schlage die Eier auf. Übrigens habe ich einen neuen Trick für guten Duft in der Wohnung, und zwar Lilien. Es ist ja so verrückt, wenn man zur Tür reinkommt, also zur Haustür, riecht die ganze Wohnung schon danach. Und die halten wirklich sehr lange. Diese hier ist ja jetzt schon verblüht. Aber diese hier zum Beispiel geht erst noch auf und dann versprüht sie den Duft. Also falls ihr Bock habt auf einen richtig natürlichen Raumduft, Lilien. In letzter Zeit komme ich immer öfter mit Blumentipps um die Ecke, ne? Was ist eigentlich los hier? Nun, jetzt ist es wichtig, dass man die Eier richtig dick aufschlägt mit dem Zucker. 5 an der Zahl. Und noch eins. Witzig, guck mal, jetzt sind 3 orangefarbene und 2 gelbe. Wahrscheinlich ist es so, dass die gelben aus der braunen Schale kamen und die orangefarbenen aus der weißen. Was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich aber nicht. Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Bio waren sie beide. Jetzt eine ordentliche Prise Salz. Gerade bei Peanut Butter und Schokolade braucht man richtig dieses süß-salzig Ding. Also haut ruhig ordentlich Salz rein. Dann natürlich aber trotzdem auch Zucker. Und ein Päckchen Vanillezucker. Und jetzt entweder viel Muskelkraft oder eine Küchenmaschine. Oh yes, so muss es sein. Richtig dick schaumig, weil wir brauchen die Luft. Das Ganze kann auch schon mal vom Herd. Während die Schokolade ein bisschen abkühlt, verrate ich euch meine Peanut Butter Geheimnisse. Ich mag am liebsten diese dunkle Erdnussbutter. Die ist nämlich aus gerösteten Erdnüssen und schmeckt dadurch viel, viel intensiver und leckerer als diese American Style. Und das schmeckt auch im Curry viel besser. Und damit wir das nachher gut in den Brownies vermischen können, stelle ich die kurz ins Wasserbad, damit sie ein bisschen flüssiger wird. Nun muss man das Mehl mit dem Kakaopulver mischen. Es ist tatsächlich relativ wenig Mehl, aber das ist ja das Gute an den Brownies, deswegen werden die auch so mega saftig. Es gibt wirklich nicht viele Regeln zu beachten, aber wenn man diese befolgt, dann wird es einfach mega, mega juicy. Kakaopulver, sehr viel, damit es richtig dunkel wird. Und für die Fluffigkeit noch ein bisschen Backpulver. Das wird kurz vermischt. Und jetzt ist alles geschmolzen. Dann darf jetzt die Schokoladen-Ei-Hochzeit stattfinden. Komm ich schön, komm ich schön, komm ich schön, komm ich schön. I love it. Hochzeit ist auch was Schönes. Ob das in meinem Leben nochmal stattfindet? Ich bin auf jeden Fall jemand, der heiraten würde. Ich finde das eigentlich schön. Wir machen es ja heute perfekt. Deswegen wird die Mehlmasse jetzt auch drunter gesiebt. Da bräuchte man dann 4 Hände. Dann könnte man das alles gleichzeitig machen. Ich gebe noch einen kleinen Schuss Milch dazu, damit das Ganze noch juicier. Oh yes. Nun darf es in die Auflaufform. Klarer Fall von, das würde ich am liebsten schon roh essen. In den letzten Wochen habe ich irgendwie so viel gebacken und ich hatte ja schon immer Freude daran, aber ich habe das Gefühl, jetzt noch so eine extra Backfreude entwickelt zu haben. Was man auch auf meinem Instagram-Account sieht. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt, da gibt es in den Highlights auch ganz viele neue Backrezepte. Ein bisschen glatt streichen. Und nun kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil. Unsere leicht flüssige Peanut Butter. Wenn ihr das Glas nicht zu Ende benutzt, wird die einfach wieder fest. So, ich mache mal Kleckse drauf. Nicht zu geizig sein mit der Erdnussbutter. Das wäre Quatsch. Falls ihr gerne dieses Peanut Butter Jelly mögt, könnt ihr natürlich jetzt auch noch ein bisschen Marmelade einarbeiten. Aber ich bin gar nicht so der große Fan von Frucht und Schokolade, sondern eigentlich bin ich Fan von Schokolade mit Schokolade und Nuss. Wir brauchen eine Gabel und damit fahren wir jetzt hier so ein bisschen durch und machen hübsche Swirls. Kein Brownie ohne ein bisschen Crunch. Ich habe hier noch gesalzene, geröstete Erdnüsse. Was für ein Brownie-Gemälde. Ich würde sagen, ab in den Ofen. Jetzt kommen wir mal.
Es duftet nach Schokolade und Erdnüssen. Kommt gucken. Heiß. Nehmt den Brownie raus, wenn er noch ein ganz bisschen wabbelt, weil wenn er kalt wird, wird er fest und er soll in der Mitte richtig schön klitschig bleiben. So, mein Brownie ist jetzt immer noch ein kleines bisschen warm, aber Felix möchte ja nicht die ganze Nacht hier bleiben. Deswegen schneide ich jetzt schon mal ein Stück raus einfach. Dann gönne ich mir jetzt. Richtig geile Peanut Butter Insel erwischt. Hello, Baby. Mmh. Boah, schokoladig, cremig, ein bisschen salzig, einfach nur geil. Ich hoffe sehr, dass ihr Bock habt, diesen Brownie nachzumachen. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare, ob er euch genauso gut schmeckt wie mir und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.